Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zum KiCad 5.0.2 Tutorial. Im letzten Video hatten wir einen einfachen Footprint erstellt mit dem Footprint Editor. Ich hatte hier darauf hingewiesen, sich mal das Benutzerhandbuch durchzulesen und sich mit den Tastaturbefehlen auseinanderzusetzen. Hier insbesondere mit E wie Edit oder Element bearbeiten. Und das Element verschieben oder Move für M und Element rotieren R, um etwas schnell drehen zu können als Tastaturbelegung. Ja, Delete sollte klar sein, kein Problem. Weiterhin hatte ich hier einiges zu den Layern und Lagen gesagt und wir hatten dann diesen Footprint erstellt in unserem Ordner lib. Und hier hatten wir erstellt eine Bibliothek mit dem Namen mytutorial.pretty oder pretty kurz gesprochen. Und hier dann diesen Step-Down-Wandler, den LM2596DC. Wenn ich den öffne, sehen wir dann hier nochmal den Footprint. Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass wir hier vorher globale Einstellungen machen können zu den Pads. Dazu nochmal ein kleiner Hinweis, dass mir ein kleiner Fehler unterlaufen, dass dieser Auswahldialog hier bezieht sich nicht auf die Bohrung, sondern wir haben ja hier durchgehende Bohrung durch die gesamte Platine angegeben, sondern hier kann ich nochmal separat auswählen, wo ich hier dieses Pad auf den Kupferlagen sehen möchte. Und wir wählen ja hier auf alle Kupferlagen und damit ist dieses Pad also auf jeder Kupferlage hier dieser gelbe Bereich dann auch wiederzufinden und ich kann dann auf jeder vorhandenen Kupferlage entsprechend löten. Ich könnte das natürlich auch umstellen, hier nur auf die Ober- oder nur auf die Unterseiten oder eben auf keiner Kupferlage. Mit keiner Kupferlage und einer Bohrung könnte ich auch im Prinzip ein einfaches Bohrloch erstellen, also kein Pad, sondern ein mechanisches Montageloch mit einer Bohrung, zum Beispiel M3, und dann hier auswählen keine, dann hätte ich damit nur ein einfaches Bohrloch erstellt. Das erstmal dazu. Wie gesagt, das sind hier also unsere vier Anschlusspads, die wir hier benötigen für diesen Step-Down-Konverter. Und wir wollen uns heute mal das Symbol dazu erstellen mit dem Symbol-Editor. Und den öffnen wir hier einfach mal. Auch hier wieder weise ich darauf hin auf das Benutzerhandbuch. Und sich das mal zu Gemüte zu führen, die Tastaturbefehle sind im Wesentlichen die gleichen, zumindest was das Element editieren, rotieren und bewegen angeht. Auch das ist hier gleich zum Footprint Editor und hier ist unsere Oberfläche, in der wir jetzt gleich arbeiten werden. Und als erstes, wenn wir uns hier ein neues Bauteil erstellen, benötigen wir eine neue Bibliothek. Wir klicken hier auf den Button Neue Bibliothek erstellen, gehen hier in unseren Library-Ordner und nennen diese hier einfach mytutorial.lib. Ist der Unterschied, also hier die lib sind also die Symboldateien oder Bibliotheken. Wir speichern das Ganze. Jetzt werden wir gefragt, ob dieses Symbol nur projektspezifisch zur Verfügung stehen soll. Ich habe hier meine Rotorsteuerung noch aktiv. Das werde ich jetzt also anwählen. Projekt wäre dieses Symbol nur in diesem Projekt zur Verfügung. Wir wollen es aber natürlich wieder global haben, dass wir es auch für weitere Projekte zur Verfügung haben. Deshalb lassen wir hier die Vorauswahl auf global. Mit OK bestätigen. Damit ist diese Bibliothek angelegt und wir können jetzt ein neues Bauteil erstellen. Dazu fragt er uns jetzt wieder KiCad, welche Bibliothek wir nutzen wollen. In dem Fall hier MyTutorial. Und jetzt geht es hier an den Symbolname. Wir vergeben hier mal LM2596DC, so wie wir das schon beim Footprint gemacht haben.
Hier kommt jetzt unser Referenzbezeichner. U wäre eine Spannungsquelle. Es gibt also DIN-genormte Referenzbezeichner, K zum Beispiel für Schütze und Relais und so weiter. Das empfehle ich hier mal im Internet zu googeln, welche Referenzbezeichner es gibt. Da es sich aber hier bei unserem Step-Down-Wandler nicht um ein Einzelbauteil handelt, wie ein Relais oder ein Widerstand, das wäre übrigens dann hier der Referenzbezeichner R, sondern um ein Board, nenne ich das hier einfach mal Board, und für abgekürzt BRD für Board, und ich kann also dann hier in dieser Referenz dann Board 1, 2, 3, je nachdem wie viele solche Step-Down-Wandler ich in meiner Schaltung verwende, würde das dann hier weiter hinten mit einer Zahl annotiert werden. Ja, Anzahl der Einheiten pro Package, das ist hier 1. Was verbirgt sich hier dahinter? Es gibt zum Beispiel bei Operationsverstärkern diese sogenannten Vierfach-Op-Amps. Die sind im Footprint in einem Gehäuse untergebracht, meistens DIL oder SOT. Und ich kann jetzt hier, könnte ich, wenn das sich hier um einen Vierfach-Op-Amp zum Beispiel handeln würde, 4 auswählen und könnte jetzt hier mit diesen 4 Symbolen quasi in meinem Schaltplan 4-mal dieses Symbol setzen an unterschiedlichen Stellen im Schaltplan und würde dann aber in der Zuweisung der Fußprints nur den Fußprint für den Vierfach-Op-Amp einmal zuweisen und hätte das dann im Platinen-Layout nur einmal vorhanden. Das wäre dann also ein Op-Amp und meistens ist die Bezeichnung dann ABCD oder 1, 2, 3, 4. Wir haben natürlich nur ein Board für ein Board und deshalb lassen wir das hier auf 1. Die alternativen Darstellungsformen und so weiter können wir hier im Prinzip auch unangetastet lassen. Und auch hier die Einstellungen für die Pinnamen und die Pin-Anzeigen sind soweit als Default in Ordnung. Wir bestätigen mit OK und es wird unser Bauteil angezeigt. So, wir verschieben wieder die ganze Geschichte hier etwas aus der Mitte heraus und schaffen uns hier ein wenig Platz. Als nächstes wollen wir natürlich hier unseren ersten Pin legen. Dazu gehen wir hier rechts auf dieses Pins als Schaltplansymbol, zum Schaltplansymbol hinzufügen. Wir klicken an und positionieren einfach mal unseren ersten Pin. Der Pin-Name vom Pin 1 dieses Boards ist ja hier VIN Plus und die Pin-Nummer ist hier die Nummer 1. Ich zeige das hier nochmal im Fußprint. Wir haben ja hier VIN Plus mit dem Pin Nummer 1 und damit ist Nummer 1 und Nummer 1, diese beiden Pins werden dann also verbunden. So, hier geben wir die Ausrichtung vor. Wir lassen das mal auf rechts und den elektrischen Typ. Es gibt verschiedene elektrische Typen. Also ist es ein Signaleingang, ein Signalausgang, ist es ein bidirektionaler Ein- und Ausgang, Tri-State passiv nicht spezifiziert oder ein Spannungseingang bzw. nicht angeschlossen oder hier für CMOS an oder für ja, CMOS und TTL-Anwendungen dann Kollektor-Emitter-Ausgänge. Wir haben jetzt hier einen Spannungseingang, das ist also ein VIN Plus Spannungseingang und wir positionieren diesen Pin hier einfach mal frei im Raum. Als nächstes einfach wieder klicken, dann geben wir hier ein VIN Minus, halt, VIN Minus und das ist unser Pin Nummer 3. Zeige es auch hier nochmal auf dem Fußpin, also VIN Minus, hier unten Pin Nummer 3. Auch den positionieren wir jetzt hier erstmal frei im Raum. Als nächstes kommt dann unser VOUT Plus. Das war der Pin Nummer 4. Wir ändern hier die Ausrichtung von rechts auf links. Das geht einmal hier oder alternativ, ich lasse es mal so, gehen wir hier jetzt noch, ändern wir noch auf Spannungsausgang, denn hier kommt ja unsere eingestellte Spannung wieder heraus. Ich lasse mal hier auf rechts,
Ihr seht, das wäre jetzt hier verkehrt rum. Und jetzt kann ich hier mit der Taste R drücken. Solange ich die tippe, dreht sich also hier mein Symbol immer im 90-Grad-Winkel um die eigene Achse. Wir wollen es nach rechts ausgerichtet haben. Und jetzt haben wir es abgelegt. Wir sehen hier hinten eine Überschneidung. Und wenn ich jetzt hier auf den Pin gehe, die Taste M drücke, kann ich also meinen Pin wieder verschieben. Das war also Pin Nummer 4. Hier oben V-Out Plus. Oh, ich sehe schon, das ist Pin Nummer 2. Da müssen wir nochmal ändern. Fehler von mir. Also wir ändern nochmal und vergeben hier einfach eine 2. Damit haben wir das geändert. So, und als letztes dann den Pin Nummer 4 als V-Out minus Pin Nummer 4. Es empfiehlt sich auch immer den passenden Footprint bei solchen Eigenentwicklungen mit geöffnet zu haben. Ihr seht, wie schnell man da mal einen Pin vertauschen kann. Und wenn man das nicht gleich merkt, hat man dann ein Problem, spätestens dann, wenn man das auf der Platine verdrahten will. Und im allerschlimmsten Fall fällt es nicht auf und man hat dann einen Fehler. So, das passt also. Pin 1, Pin 2, 3 und 4 sind jetzt hier also richtig zugewiesen. Dann holen wir uns als nächstes die Bauteilbezeichnung und die Referenz zurück. Setzen die mal hier einfach ab. Wenn ich jetzt hier mit dem Cursor draufgehe und die Taste M drücke, werde ich gefragt, welches Feld ich jetzt wählen möchte, die Bezeichnung oder die Referenz, weil sie beide übereinander liegen. Ich nehme jetzt hier mal die Referenz und ziehe die einfach hier mal nach unten. Dann habe ich hier oben die Bauteilbezeichnung, auch die möchte ich nochmal, diesen Feldwert möchte ich nochmal hier in die Mitte bewegen. Und im Anschluss daran positioniere ich die zwei Ausgangspins. So, damit haben wir das Bauteil einigermaßen zurechtgerückt. Hier nochmal der Hinweis, wie gesagt, es handelt sich hier um zwei Spannungseingänge. Hier kommt also die Spannung rein und hier zwei Spannungsausgänge für die eingestellte Spannung, die wir dann mit dem Step-Down-Konverter einstellen. So, was machen wir als nächstes? Wir legen einen Rahmen um das Ganze herum. Na, nochmal zurück, jetzt bin ich mit der Maus hängen geblieben. Steuerung Z übrigens, auch das kein Geheimnis, kann ich also meine Eingaben um jeweils immer einen Schritt zurücksetzen. So, wir ziehen hier also einen kleinen Rahmen herum, legen den dann ab. Rechtsklick können wir dann hier mit Editieren oder mit der Taste E auf das Feld Editieren kommen. Und ich möchte hier den Hintergrund füllen, um das Symbol auf dem Schaltplan, wenn ich es dann einfüge, etwas mehr Kontrast zu haben. Fülle ich also hier den Hintergrund, er wird jetzt hier gefüllt. Und mit dem Anker-Symbol möchte ich das gesamte Bauteil hier noch etwas mittig platzieren. Ich suche mir hier so grob die Mitte raus, klicke das an und damit wird das gesamte Bauteil hier mittig auf dieses Hauptkreuz hier auf dem Arbeitsplatz gesetzt. So, wir sehen, dass jetzt hier unsere Bauteilbezeichnungen noch etwas aus der Mitte sind. Korrigieren wir noch ein bisschen, setzen das hier wieder ein bisschen in die Mitte hinein. Das sieht einfach schöner aus. Und damit wäre unser Symbol erstmal soweit fertig. Was brauchen wir jetzt noch? Wir möchten jetzt hier noch einiges zuweisen. Und zwar hier vorne in den Optionen brauchen wir eigentlich nichts weiter einstellen. Aber wir möchten hier nochmal eine Bezeichnung eingeben. LM2596DC. Und was ganz wichtig ist, die Dokumentation. Dazu gehen wir hier auf Daten anzeigen in den Ordner KiCad Datasheet
Und wir wählen LM2596DCDC aus. Das wird hier eingetragen, der Pfad zur Dokumentation. Und wir können hier noch einige Schlüsselwörter eingeben, die uns dann bei der Bauteilsuche helfen. Wenn wir das Bauteil irgendwann einmal in den Bibliotheken suchen, gehen wir hier nochmal unter dem Step-Down ein Schlüsselwort hinzufügen. Wir könnten jetzt mit Komma noch mehr hinzufügen, zum Beispiel DC, DC etc. pp. Bauteil-Aliase. Bauteil-Aliase sind dann sinnvoll, wenn es zum Beispiel von einem Bauteil zwei Varianten gibt. Da könnte ich als Beispiel hier nennen das sogenannte Dori-Funkmodul 818. Dieses Dori-Funkmodul 818 gibt es in der Variante V für VHF, fürs 2-Meter-Band von 130 bis 170 MHz und in der Variante U für UHF von 400 bis 470 MHz. Und ich brauche aber dieses Bauteil als Symbol nur einmal zu zeichnen und würde dann hier 818, also DAA 818 V und U angeben und hätte dann quasi beide Symbole unter einem dem Alias zur Verfügung. Was hier ganz wichtig ist, ist der Footprint-Filter. Es gibt ja tausende Footprints in diesen ganzen Bibliotheken und ich kann das hier also etwas vorfiltern und da gehen wir mal hier rein hinzufügen und wir hatten uns ja gestern die My Tutorial Bibliothek als Footprint angelegt. Die wird hier als Name eingegeben und das Bauteil selber wird dann mit Doppelpunkt getrennt. Und das Bauteil selbst war ja dann LM2596DC. Das wäre jetzt also unser Filter. Wir sehen das hier auch nochmal. Na, hier sehen wir es jetzt nicht. Doch, hier unten Footprint LM2596DC. Und hier in der Bibliothek My Tutorial angesiedelt. Und wie gesagt, es wird der Name der Bibliothek angegeben, hier My Tutorial, ein Doppelpunkt als Trennung und dann die Bauteilbezeichnung. Mit OK bestätigen, das ist dann hier drin und das würde dann bedeuten, wenn wir den Footprint zum Symbol zuweisen, im Schaltplan Editor zeige ich noch, wie das geht, in einem weiteren Video, würde dann also dieser Footprint schon als erstes vorgeschlagen werden. Ich könnte jetzt hier noch mehrere zuweisen, macht aber hier keinen Sinn, da es hier nur ein Footprint für dieses Symbol gibt. Wir bestätigen mit OK. Und wir sehen jetzt auch, hier oben ist dieser, durch die Zuweisung der Dokumentation ist hier oben dieses PDF-Symbol freigeschaltet worden. Und ich kann jetzt hier mal klicken und kann mir dann also ruckzuck die Dokumentation anzeigen lassen. Sehr sinnvoll. Kann man also mit einem Klick schnell mal sich das Datenblatt hervorholen und nochmal kontrollieren, ob hier auch alles von den Pins und Werten, die man einträgt, passt. Als nächstes wollen wir noch die Feldeigenschaften hinzufügen. Dann weisen wir hier auch nochmal das Datenblatt hinzu. Dokumentationsdatei wurde nicht gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt hier händisch unseren Pfad dazufügen. Setzen das hier wieder mit Steuerung V rein. Und schreiben dann LM2596DC.pdf dazu. Dann könnten wir das testen. Es sollte eigentlich funktionieren. Habe ich mich jetzt vertippt, vermute ich mal. Aha, ja, vertippt. Und zwar beim Dateinamen. So. Das heißt hier DC, DC. Wir ändern es nochmal. Jetzt können wir hier nochmal testen mit Datenblatt. Jawohl, übernimmt er. Hat er gemacht. Passt. Und wir können jetzt hier nochmal einen Footprint fest zuweisen. Der wird dann also fest zugewiesen. Das bedeutet, ich brauche im Schaltplan beim
zuweisen des Footprints überhaupt nichts mehr auszuwählen, sondern der wird hier automatisch bei dieser Auswahl gesetzt. Das zeige ich euch aber, wie gesagt, nochmal später in einem nächsten Video. Wenn ich jetzt also hier reinschreibe My To Doppelpunkt, Doppelpunkt LM 2596 DC, dann wird dieser Footprint jetzt wirklich fest zugewiesen. Das heißt, ich habe hier keinen Alias mehr, der vorgeschlagen wird, sondern der wird also wirklich direkt zugewiesen. Kann man nochmal prüfen, indem wir hier mal durchsuchen. Und wir müssten jetzt hier den Footprint raussuchen. Ich spare mir das jetzt. Moment. Wo ist unsere? Hier unten. Da ist unsere Bibliothek. Und hier ist der Footprint. Und mit Doppelklick weise ich den also zu. Und er wäre jetzt hier fest zugewiesen. Das heißt, beim Schaltplan wird also dieser Footprint direkt fest mit dem Symbol verknüpft. Macht in dem Fall hier jetzt Sinn, weil es eben, wie gesagt, nur diesen einen Footprint gibt. Bei einem Transistor zum Beispiel würde es keinen Sinn machen. Der kann ja durchaus, so ein NPN-Transistor, der kann ja durchaus verschiedenste Footprints haben. TO220, TO92 etc. So, hier haben wir es mal fest zugewiesen. Ich zeige den Unterschied dann nochmal, wenn wir Footprints im Schaltplan zuweisen werden, zeige ich euch nochmal, was ich da noch genauer dahinter verbirgt, wer das jetzt hier nicht ganz so verstanden hat. So, mit OK setzen wir die ganze Geschichte. Jetzt sehen wir hier den Pfad nochmal und die Bibliothek. Das sind jetzt Texte, die werden nicht mit in den Schaltplan übernommen, die sind also ausgegraut, die tauchen im Schaltplan nicht auf, sondern nur hier im Symbol. Wir speichern das Ganze als aktuelles Bauteil speichern. Damit ist das jetzt hier auch nicht mehr mit einem Stand hinterlegt. Und wir haben jetzt hier eine Bibliothek angelegt mit dem Namen MyTutorial und da drin das Symbol LM2596 erstellt. Wir könnten jetzt hier schließen und auch hier nochmal schließen. Und ich mache mal den Schaltplan auf. Und ja, schimpft jetzt hier, weil ich das schon mal eingefügt hatte. Und ich könnte jetzt hier mit der Taste A und mit LM2596TDC aus der Bibliothek MyTutorial könnte ich jetzt hier hinzufügen. Er schimpft jetzt deswegen, weil ich die hier schon mal diesen Regulator erstellt hatte. So, ich kann den jetzt also einfügen. Und damit ist mein Symbol hier im Schaltplan vorhanden. Und ich kann das jetzt verdrahten und dann entsprechend benutzen. Das Zuweisen von Footprints zu Schaltplansymbolen zeige ich dann in einem späteren Video. Und da werden wir dann auch nochmal genau erkennen, was es jetzt damit auf sich hat, mit diesem Zuweisen vom Footprint in einem Feldwert beziehungsweise als Footprint Alias. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim Symbolezeichnen.